Ja, wir haben hier beispielsweise mobile Roboter, so wie diesen hier. Und diesen Systemen bringen wir bei, mit Sensoren wie Kamerasystemen die Welt zu verstehen und sich dann in dieser Welt auch zu bewegen. Und unser It Moves Team macht im Prinzip genau das Gleiche mit autonomen Modellfahrzeugen. Und in diesem Projekt benutzen wir die gleichen Systeme, die gleiche Hardware und auch die gleiche Software, hier im Kleinen, wie auch die Automobilindustrie im Großen. Als Institut möchten wir Studierenden und Forschenden eine inspirierende Umgebung bieten, um Wissen und Erfahrungen im Bereich der intelligenten Systeme zu machen. Studierende können bei uns vom Bachelor bis hin zur Promotion studieren und sich mit angewandter KI in der Forschung beschäftigen. Lehrinhalte unserer Vorlesungen können durch unsere eigenen Forschungsergebnisse schnell erweitert werden. Und so schaffen wir es, aktuelle Impulse aus der Forschung direkt in die Lehre zu bringen. Das IIS ist eines der größeren Institute der Hochschule Esslingen und bringt dadurch natürlich eine starke Sichtbarkeit auf die Themen autonome Systeme oder auch KI. Wir sehen uns selbst als Bindeglied zwischen der akademischen Welt und der Industrie und stellen hier einen Wissenstransfer her. Neben Forschung und Lehre eine der wichtigsten Aufgaben einer Hochschule. Wir arbeiten dazu eng mit Industriepartnern zusammen, um unsere Innovationen auch Wirklichkeit werden zu lassen.